Hast du Lust, eine Übung aus der Paartherapie direkt persönlich auszuprobieren? Ich bin Kerstin, Psychologin bei InstaHelp und in diesem Video möchte ich dir gerne das Beziehungskonto vorstellen. Das ist eine Übung, die du zu jedem Zeitpunkt der Beziehung anwenden kannst. Wahrscheinlich kennst du das. Ganz am Anfang der Beziehung, wenn wir frisch verliebt sind, dann sehen wir unser Gegenüber durch die rosarote Brille. Wir finden fast alles toll und großartig. Wir überhäufen uns mit Komplimenten und Zuneigung. Wir verbringen viel wunderschöne Zeit miteinander. Stellt man sich die Beziehung nun wie ein Bankkonto vor, dann ist es zu diesem Zeitpunkt prall gefüllt. Wenn dann ein kleiner Streit kommt oder eine Auseinandersetzung, dann wird von diesem Bankkonto ein klein wenig abgebucht. Solange regelmäßig Einzahlungen stattfinden, ist das auch überhaupt kein Problem. Problematisch wird es erst dann, wenn mehr Abbuchungen als Einzahlungen da sind und sich das Bankkonto langsam leert. Konkret bedeutet dies, wenn Streitigkeiten, Vorwürfe und Kränkungen an der Tagesordnung liegen und weniger Zuneigung und positive Kommunikation stattfindet. Um eine glückliche Beziehung zu führen, ist es also wichtig, dieses Bankkonto immer wieder vor Augen zu haben und darauf zu achten, dass es regelmäßig befüllt wird. Hast du eine Idee, wie du das Beziehungskonto auffüllen kannst? Was hältst du vielleicht von folgenden Vorschlägen? Bringe deinem Partner heute Abend eine Tafel Schokolade nach Hause und leg sie ihm aufs Kopfkissen. Oder pflücke deiner Freundin einen Blumenstrauß. Mach unerwartet ein Kompliment oder umarmt euch ganz besonders häufig und intensiv. Der amerikanische Psychologe John Gottman hat in jahrelanger Forschung herausgefunden, dass es 5 positive Zeichen der Zuwendung braucht, um Verletzungen wieder auszugleichen. Es geht also gar nicht darum, wie viel Streit in einer Beziehung normal ist, sondern vielmehr darum, wie die Relation zwischen positiver und negativer Kommunikation miteinander ist. Ein Paar, das nie streitet, ist also nicht automatisch ein glückliches Paar. Und andersherum bedeutet es auch nicht, dass eine Beziehung vollkommen zum Scheitern verurteilt ist, nur wenn ab und zu mal heftig die Fetzen fliegen. Übrigens, John Gottman hat in seinen Forschungen auch herausgefunden, dass es einige Verhaltensweisen gibt, die ganz besonders schädigend für Beziehungen sind. Er bezeichnet diese als apokalyptische Reiter der Beziehungen. Wenn du diese Verhaltensweisen bei dir oder deinem Partner und deiner Partnerin bemerkst, solltest du ganz besonders achtsam sein. Ständiges Nörgeln und Kritisieren. Verachtende oder verletzende Verhaltensweisen. Rechtfertigungen und fehlende Einsicht. Und Mauern und sich vor dem Partner oder der Partnerin verschließen. Möchtest du wissen, was ihr tun könnt, um eure Beziehung zu stärken? Versucht es mit einer Paarberatung bei InstaHelp. Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen.